So, dann wollen wir uns doch mal weiter mit den Schnecken anlegen, die hier sind. Aber vorher will ich mal einen Blick hierhin riskieren, weil hier ist eine Schriftrolle der Giftwolke. Die macht Vitality plus 1. Okay. Also muss ich mir überlegen, wer die Runen berührt und das Vitality kriegt. Er hier hat sie. Oder doch sie. Sie hat die wenigsten Lebenspunkte, also kriegt sie das Vitality. Also sie berührt die Rune und kriegt dadurch den Zauber, der auf der Schriftrolle liegt. Und hier haben wir schon wieder Schnecken. Die garstig sind. So, Schnecke 1. Steine aufsammeln. Und uns selber einsperren. Super. Der Knopf macht die Tür auf. Das brauchen wir eigentlich nicht. Sondern wir können hier einfach was durchs Gitter durchlegen und können so die Druckplatte öffnen. Aber hier war noch eine Schnecke und die will ich nicht gerade unbedingt. Ja, genau du. Die will ich nicht unbedingt in meinem Rücken haben. Außerdem hat die Essen dabei. Genau. Und gibt Erfahrungspunkte. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir bereiten wieder einen Zauber vor. Nehmen uns den Stein hier, kriegt sie. Und dann nur für euch lege ich den Speer ins Gesicht. Ja, das ist der erste richtige garstige Gegner. Wie man sehen kann, Stein macht null Schaden. Er ist zwar etwas langsam, aber er hält einiges aus, was ihn nervig macht. Und vor allem, ihn gibt es noch in verschiedenen Variationen, die man später sehen wird. Aber er ist hier der erste richtig nervige. Vor allem, wenn man noch nicht mal weiß, was für Zauber, wie die Zauber gehen. War das beim ersten Mal richtig nervig. Ah, nicht in die Enge drängen lassen. Das war jetzt blöd. Aber hat noch gereicht. Und wir haben ihn besiegt. Und weil er so nett ist, lässt er uns sein Schild da. Und seinen Speer. Und ja, der Speer hat einen einzigen Vorteil. Man kann damit aus der hinteren Reihe aus angreifen. So, habe ich wieder alles? Ich glaube, es fehlt ein Stein. Aber der liegt hier, genau. Ja, wir haben die Sicht geheilt. Die Edelsteine können da bleiben, oder? Könnten wir sie. Oh, die sind 15 Gold wert. Dann nehmen wir sie doch mal mit. Und können jetzt hier weitergehen. Und zwar zu dieser Eisentür. Und hier gibt es eine nette Schriftrolle. Wieder. Türen aus Eisen. Große Belohnungen können hinter diesen Türen gefunden werden. Um hineinzugelangen, schau dich sorgfältig um und achte auf kleine Details. Ja, so wie das hier zum Beispiel. Und das hier. Okay, das war jetzt nicht schwer, die beiden zu sehen, weil den Knopf sieht man von hier aus schon und den sieht man von da aus. Und ich wusste ja noch aus dem Originalspiel, dass sich die Tür durch zwei Knöpfe öffnet. Muss ich nur hier die Wände absuchen. Wir haben einen Sack gefunden. Ja, Säcke sind praktisch, weil das sind halt die Behälter, in denen wir Sachen lagern können. Und wir haben schon den Mörser. Also das ist gut, dann können wir schon Tränke herstellen. Der Sack kann mal zu ihm, da kann nämlich Nahrung rein für schlechte Zeiten. So.
Man merkt, sieht schon, die Gruppe ist ziemlich hungrig. Also er zum Beispiel könnte ein bisschen vertragen und er hier. So. Aber ja, wir haben jetzt die Rezepte. Also ein Heiltrank ist eine Flasche und eins von diesen Kräutern, so ein Tarbiet, keine Ahnung, wie man das jetzt auf Deutsch übersetzt, wenn es eine Übersetzung gibt. Und schon haben wir einen Heiltrank. Und dasselbe machen wir auch für ihn noch. Dann haben wir für alle Notfälle Heiltränke. So. Der andere Trank hier unten, Antivenom, ist eine so eine Cave-Nessel, also so eine Höhlennessel und eine Flasche. Aber den brauchen wir im Augenblick noch nicht. Und das hier ist ein blauer Kristall. Dafür gibt es auch eine Schriftrolle. Crystal of Life, also Kristall des Lebens. Berühre ihn, um deine Gesundheit und dein Leben zu regenerieren. Ja, die Schriftrolle können wir getrost weglassen, genau wie die hier. Die kenne ich nämlich beide. Also wenn wir hier draufklicken, Autosave und die Gruppe wird geheilt. Und wiederbelebt. Uah. Erschreck mich doch nicht so. Okay, ich habe jetzt gerade keinen Schaden gesehen bei dir. Habe ich verfehlt oder was? Ja, diesmal hat es aber guten Schaden gemacht. So, und noch ein Schneckenstück. Und wir haben. Okay, Dungeon Level Complete, das ist auch neu. Wir haben 200 Erfahrungspunkte gekriegt für dieses Dungeon Level. Und sind auf dem zweiten. Und hier gibt es Kisten zum Zerdeppern. So. Und das hier war der Schneckenraum, wo wir vorhin runtergesprungen sind. Nur dass jetzt der Teleporter ausgegangen ist, weil wir wahrscheinlich den Hebel gelegt haben. Oder einfach nur, weil wir in den zweiten Teil des Dungeons gekommen sind. Und hier erwarten uns schon wieder Schnecken. Die wir verkloppen. Und schon wieder geht uns eine Fackel aus. Ich glaube, Fackeln sammle ich jetzt erstmal nicht ein. Davon haben wir genug. Und gucken uns lieber mal kurz hier um. Ob hier nicht irgendwo noch ein Secret auf uns wartet. Nö. Hier geht's nur weiter. Zu einer verschlossenen Tür. Ich nehme mal an, hier entlang ist irgendwo der Schlüssel. Und ja, ab hier beginnt eigentlich so gesehen der richtige Dungeon. Also, die Rätsel werden schwieriger, es gibt nicht so viele Hilfe und die Sache liegt noch nicht so offensichtlich hier rum. Oh je, Kampfbrokkoli, wenn ich richtig gesehen habe. Die können jetzt richtig garstig werden. Ja, genau der da hinten. Ah, noch einer von denen. Ah, genau, die schleudern nämlich Gift. Ah, und jetzt habe ich mich in der Ecke drehen lassen. Nicht gut, gar nicht gut. Stirb. Und schon ist der erste tot. Okay, und wir können gleich zum blauen Kristall hoch zurück, weil ich fast tot bin. Dann kann ich euch das ja gleich mal zeigen. Toll, wie ich das jetzt hingekriegt habe. Mich in die Ecke drängen lassen. Mist. Und klicken auf den blauen Kristall und da sind alle wieder da. Ja, bei dem Spiel muss man echt aufpassen, dass man sich nicht in Ecken drängen lässt. Das ist dann das Todesurteil.
Und weiter gucken. Da war nämlich noch so ein Kampfbrokkoli. Und ja, ich nenne die so, weil die ein bisschen so aussehen. Genau du. Diesmal lasse ich mich nicht in die Ecke drängen. Ah. Aber. So. Ah, gut, das hat diesmal besser geklappt. So. Essen einsammeln, Steine einsammeln. Hoffen, dass das jetzt war mit Kampfbrokkolis. Eine Hose. Mit Schutz plus 2. Die kriegt mal die Diebin, die hat nämlich noch keine Hose an. Ein Schlüssel. Und da war ein Knopf, aber ich traue dem Schlüssel nicht. Dem Knopf traue ich auch nicht so wirklich. Ach, der macht da ein Secret auf. Nur da. Und wir haben eine Handaxt gefunden. Die ist, glaube ich, etwas besser als der Dolch. Ja, macht 16 Schaden, aber hat auch nur akkurat Genauigkeit 0. So, gucken wir, ob hier an den Wänden vielleicht was ist. Nö. Gut. Dann können wir noch hier einen Blick reinwerfen. So. Spitze Schuhe. Protection plus 1, Dexterity plus 1 können sie anziehen und sie braucht was zu essen. Gut. Sie hat noch genug und sie hat sowieso ein Essensteil bei sich rumliegen. Und hier haben wir Maulwurfstrockenfleisch. Lecker. Und eine Keule. Mit, ui. Also die macht bei ihm mehr Schaden als die Axt und hat sogar plus 1 plus 1 Echo AC. Also plus 1 Treffer wahrscheinlich, Treffsicherheit. Hm. Das liegt wahrscheinlich, okay, das ist ein Maze, also liegt das daran. Die Axt behalten wir jetzt trotzdem mal, ausmisten können wir dann später. So. Ja, genau, das habt ihr auch noch nicht gesehen, das ist die Map. Und zwar das erste Level ist noch relativ klein gewesen, wie man sieht, aber das zweite ist schon etwas größer. Und zwar geht's jetzt hier durch diese Tür. Sofern ich den Schlüssel noch finde. So. Zauber vorbereiten. Da ist noch so ein Dolch, den können wir auch noch mitnehmen. Im Norden ist ein Schutz, also ein Shelter, so eine. Das ist normalerweise so eine Schutzunterkunft, Shelter, wenn ich so richtig mal grob übersetze. Und im Süden sind Zellen. Also, wenn wir uns umgucken, Norden ist da und Süden ist da, also da lang geht es zu den Zellen. Und hier ist ein Kompass. Ja, den brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt, wir haben ja die Karte. Und das Rätsel hier ist auch eigentlich noch relativ einfach. Wir müssen nur hier eine Fackel reinstecken, weil hier ja keine drin war. Und finden Lederhandschuhe. Die bringen Schutz plus 2. Dann kriegst du die mal, weil ich habe ja sogar schon Ausweichen, also mein Faustkämpfer. Und habe sowieso mehr Schutz als er. So. Das heißt, nach Süden geht's jetzt weiter. Nächste Schnecke. Oh, die Quatsch macht gut Schaden, also die Keule. Finde ich toll. Und was auch neu ist, was mir gerade auffällt, irgendwie werden die Erfahrungspunkte für die Gegner mehr. Und ja, wir sind in Zellen gelandet.
Hier ist ein Giftpfeil drin. Den behalten wir mal, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich nicht nachher auf einen Bogen umsteige. Hier ist nichts soweit mehr. Die Zelle ist auch leer. Die Zelle hat... Oh, die hat eine Sandmaulwurfs-Versteckweste. Oder wie man das auch immer richtig übersetzt. Also eine leichte Rüstung. Steht hier auch extra. Schutz plus 3, aber wenn ich die anziehe, sinkt meine Evasion um 5. Solange ich nicht unter Armor die Light Armor Prophecy erreicht habe. Darauf will ich als, sollte ich als erstes hinarbeiten, dass meine beiden Frontkämpfer leichte Rüstung tragen können. So, den Schlüssel, der drunter lag, eingesackt und hier rein. Hier ist noch ein Stein. Und hier müsste... noch irgendwo... Ah, der ist jetzt hier. Ein Knopf sein, um die Zelle zu öffnen. Und hier ist eine Fackel und noch mehr Giftpfeile. Sie trägt fast gar nichts, dann können wir die Wurfwaffen und so zu ihr rüber. Und der ist ja voll. Kann sie mal ein bisschen Essen von ihm abnehmen. So. Und die Grimcaps geben wir eh mal ihr, weil das sind ja sozusagen sowas wie Kräuter. So, und die Fackeln, die wir jetzt gefunden haben, die benutzen wir mal hier für die Druckplatten. Und ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, mache ich erstmal wieder einen Schnitt. Einen Speicher. Bis gleich.